Guten Morgen, herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Dienstag, den 14.10.2014, es ist 9.22 Uhr, ganz genau. Zwei wichtige Uhrzeiten stehen heute auf der Agenda. 10.30 Uhr, da kommen eine Menge Zahlen aus England. Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, Einzelhandelspreise und der Hauspreisindex können hier also durchaus für Volatilität sorgen. Werden wir uns gleich nochmal anschauen, was man damit anfangen kann. 11 Uhr dann aus Deutschland natürlich die ZEW-Konjunkturerwartungen für den aktuell laufenden Oktober. Nun, ein Blick auf den DAX verrät, gestern Abend ging es hier nochmal kurzfristig abwärts, stabilisieren uns momentan zwischen dem Vortagestief und dem Vortageshoch. Longpositionen kommen hier erst über 9.010 Punkte in Frage und Shortpositionen erst unter einem neuen Jahrestief unter 8.661 Punkten. Das wäre hier die momentane Situation im DAX. Dow Jones, ähnliche Situation auch hier. Wir haben zwar eine kurzfristige Seitwärtsphase. Unter dem Vortagestief wäre zwar der Short tendenziell gar nicht mal so verkehrt, nur täuscht eben der H1, der Stundenchart in dem Fall. Wir haben hier nämlich aus dem Tageschart nochmal bei 16.260 Punkten eine wichtige Unterstützung. Aktuell testet er hier die Wochen-EMA 50 von unten an, das heißt der untergeordnete abwärtsgerichtete Trend ist weiterhin intakt. Solange dieses Marktmuster nicht umgekehrt wird, kann man davon ausgehen, dass der Trend weiterhin Bestand hat. Eine übergeordnete Umkehr ist erst ab 16.770 Punkten zu erwarten. Momentan laufen wir hier mustergültig abwärts. Weitere Short-Positionen sind unter 16.260 Punkten zu erwarten. Dann mit einem Kursziel bis in den Bereich von 15.920 Punkten sollten wir uns heute stabilisieren können. Leicht über 16.430 könnten wir eine Erholung sehen bis zum gestrigen Vortageshoch 16.604 Punkte. Das wäre so dann hier so das Erholungskursziel und erst über 16.604 wäre dann Platz bis in den Bereich von 16.762 Punkten. Gold tut sich momentan wenig, konnte gestern Abend im Zuge der Unsicherheit, weil der Dow Jones gab ja auch nochmal kräftig ab, sich leicht stabilisieren. Keine Short-Position, aktuell warten, ob die 12.50 bricht. Wenn die bricht, dann die Long-Position bis in den Bereich von 12,77. WTI momentan stabilisiert sich leicht. Hier kann man durchaus gegen den Trend gehen. Der ist weiterhin abwärts gerichtet. Wäre aber durchaus ein Korrekturtrade wert, wenn er hier über die 87,33 ansteigen kann. Ansonsten wäre auch der Short unter dem gestrigen oder grundsätzlich über dem Vorwochentief hier unter dem Vorwochentief sinnvoll. Es ist die 83,60er Marke US-Dollar pro Barrel natürlich. In dem Fall abwarten, wofür er sich entscheidet. Australische Dollar, US-Dollar weiterhin seitwärts, keine Prognoseänderung. Der spannt durchaus hier die Anleger auf die Folter, wohin er ausbricht. Mehr oder weniger ist es egal, Hauptsache er bricht irgendwann aus. Da bleiben die Marken bestehen, 0,8640 und die 0,89er Marke. Euro-US-Dollar ebenfalls hier momentan mit wenig Impulsen, konnte sich gestern hier durchaus stabilisieren mit 120 Pips. Aber alles in allem bleibt die Bewegung aus. Keine Bewegung, keine Veränderung der Prognose. Long über 1,2836, Short unter 1,2454. British Pfund könnte heute nochmal interessant werden, wenn die Zahlen dementsprechend ausfallen, beziehungsweise je nachdem natürlich, wie der Markt reagiert, wäre ich auch nochmal bereit zu shorten, hier unter der 1,5940er Marke. Aktuell ist der Long immer so eine Sache, weil wir laufen hier gegen die Wochen-EMA 200, die Monats-EMA 50. Das sind mir viel zu viele EMAs. Ich wäre maximal bereit, den erst dann zu kaufen, wenn wir hier über 1,6336 ansteigen können. Frühestens, weil ansonsten ist eben der Trend hier noch weiterhin short und dagegen anzukaufen ist immer so eine Geschichte. Daher, wenn, dann der Short unter 1,5939. Die Kanadisch-Dollar-Paare sind noch interessant. US-Dollar, Kanadisch-Dollar rast in Richtung Jahreshoch. Wir sind jetzt hier noch knappe 80 Pips entfernt vom Long-Einstieg. Gibt zwei Long-Einstiege, wie wir gesagt haben, 1,10er-Marke beziehungsweise Long über der 1,13,10er-Marke und das wäre hier definitiv auch nochmal ein Schub wert, beziehungsweise ein Trade wert. Wenn wir hier diesen Widerstandsbereich aushebeln könnten, dann hätten wir direkt 250 Pips Platz, nämlich bis zur wichtigen Monats-EMA 200. Australisch-Dollar, Kanadisch-Dollar auch ein Blick wert. Wir sagten ja, Kanadisch-Dollar-Paare sind sehr, sehr interessant aktuell. Auch hier zwei Szenarien, ist mir letztendlich egal, wo er ausbricht. Hauptsache er bricht aus und erzeugt Volatilität, wenn
hier ist es relativ, man kann natürlich die Seitwärtsphase traden, das hat relativ gut funktioniert jetzt hier, aber sie ist natürlich auch schon relativ weit fortgeschritten und man sieht, hier bahnt sich eine Explosion an, zumindest eine kurzfristige Momentum geladene Situation ist vorhanden und da wäre hier natürlich der Long über 0,9870 interessant, als auch natürlich der Short unter 0,9674. Britisch Pfund, Kanadisch Dollar, ebenfalls ein Kandidat für einen Ausbruch heute. Wenn wir uns den mal anschauen im kurzfristigen H4-Chart, dann sehen wir auch, er drückt nach oben. Wir haben eine Serie aus steigenden Tiefpunkten, kurzfristig betrachtet, und gleichbleibenden Hochpunkten hier. Und das könnte eben zu einer kleinen bullischen Ausbruchssituation führen über 1,8065, dann mit einem Kursziel von 1,8195. Das wären hier auch 118 Pips, also wäre durchaus ein kurzfristiger Trade, der interessant wird. Für Short-Positionen ist er momentan nicht geeignet, da wäre ich eher vorsichtig, da sollte er erstmal hier diese letzten Tiefs brechen, also er ist ja auch mehr oder weniger seitwärts, von daher werden wir uns jetzt hier auch ein bisschen zurückhalten und wenn dann überhaupt eher die Long-Position traden, nämlich die hier bis in den Bereich von 1,8194, das wäre hier so der Trade, den man heute vollziehen könnte. Das war es, wie gesagt, erstmal jetzt von meiner Stelle aus. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wir hören uns natürlich heute Abend wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin sage ich Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.